Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nerim am Rande des Schicksals. Hier mache ich erstmal einen kurzen Cut und wir sehen uns im nächsten Part. Nein, hier warte ich dann erstmal, bis es Nacht ist. Ja. Okay, lass mir die Musik. Weil ich hier sowieso nicht gut kann. Oder kann ich hier hoch? Kann ich hier hoch? Kann ich hoch? Anscheinend nicht. Ja, doch, kann ich. Wunderbar. So. Jetzt müssen wir die Kanone abfeuern. Wenn ich wüsste, wo die Kanonen sind. Und warum rede ich so komisch? Und natürlich ist das Spiel abgeschissen. Ich muss mal ganz kurz was gucken. So Leute, da sind wir wieder. Es hat sich kurz die Balkontür aufgemacht, beziehungsweise ich hatte die offen und durch den Zug ist sie jetzt auch zugegangen. Und jetzt habe ich die ganz geschlossen. Ist wahrscheinlich besser so. Und was ich jedenfalls sagen wollte, falls ihr keine Lust auf Bioshock oder so habt, was ich als nächstes Let's Playe, auch von das Spiel ist natürlich abgeschissen, als ich hier durch wollte. Ich gehe jetzt nochmal hier runter. Ich hoffe, es klappt. Ah, jetzt geht's. Bin ich da nicht aufgewacht? Ja, von der Kanonenkugel wird er ja sowieso wach. Was ich jedenfalls sagen wollte, ist, dass, wenn ihr keine Lust auf Bioshock habt, dass ich das Let's Playe, könnte ich auch ein paar neue Strategiespiele spielen. Eine Leiche, WTF. Zum Beispiel, Warhammer 40.000, ein paar Teile davon. Ich habe alle, glaube ich, außer einen. Bin mir nicht sicher. Ich habe davon richtig viel, also ziemlich viele. Oder Company of Heroes oder der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Es wäre alles so ein paar Spiele, die ich wirklich gerne spielen würde und euch dabei haben möchte. Könnt ihr natürlich aussuchen, was ich davon spielen soll. Vielleicht mache ich auch ein kleines Infovideo, nachdem Nerim vorbei ist, indem ich ein, ein kleines Ding mache. Ein kleines Ding. Eine kleine Fragerunde, welches denn als nächstes kommen soll. So. Wir fahren jetzt mal die Kanone. Toll. Echt toll. Ich kann die nicht mal lesen. Ich kann nicht lesen. Warum kann ich die nicht lesen? Ich kann die nicht lesen. Na toll. Wenn ich wüsste, wo Schwarzpulver ist, würde ich es tun. Alter, die sind ja alle leer. Ich schätze mal, ich muss es dem klauen. Nö. Gehen wir noch tiefer? Na, danke. Auch behindert, dass wir das nicht lesen können. Behindert, Junge. Ziemlich wenig Leute hier an Bord. Ah, Kapitänsschlüssel, den nehmen wir mal mit. Den müssen wir töten, tut mir leid. Ich wollte dich gar nicht töten, ich schlag dich nur bewusstlos, mein Freund. Indem ich dich verbrenne. Ich habe ihn jetzt bewusstlos gebrannt. Sowas kann passieren.
Ihr habt euch den Erfolg blutbehaftet verdient. Na toll. Was hätte ich denn tun sollen? Ich muss es ja kriegen. Hm. Nicht meine Schuld. Was war das? Südreiche Degen. Coole Sache. Die nehmen wir natürlich mit. Wir nehmen ein bisschen mehr mit. Vielleicht hilft uns das für irgendwas. Für Licht anscheinend. Nun ja. Ich guck mal, ob hier noch mal hier rein kann. Geht auch nicht. Gut. Da muss ich wieder die Kanonenkugel, die ich mitgenommen habe, warum auch immer, muss ich mal wieder rausschmeißen, denke ich mal. Da ist sie. Flipp. So eine Kanonenkugel ist ja auch gar nicht schwer oder so. Und meine kräftigen Magierärmchen schaffen das schon. Ja, ich versuch's ja. Das klappt nicht. Und deswegen hat der liebe Gott... Keine Ahnung. Ich ver... Kann ich das nicht näher an uns ranziehen irgendwie? Versuche jetzt erstmal hier reinzumachen. Ah, da geht's ganz einfach. Auf der anderen Seite. Gott, ist das schwer. Mein Gott. Ah, endlich. Ich habe beide Kanonen gefüllt und scharf gemacht. Ich gehe besser ein paar Schritte zurück. Oder auch nicht. Nicht, weil ich mich nicht bewegen kann. Nachdem ich die Kanonen abgefeuert habe, erklungen die Hörner von Ostian. Sie erwidern das Feuer. Ich muss das Schiff schleunigst verlassen, zum Hafen schwimmen und mich mit Kim treffen. Ich weiß nicht. Glauben mir. Ostian hat das Feuer erwidert und das Schiff schwer getroffen. Ich sollte verschwinden, bevor es sinkt, aber immerhin habe ich genügend Ablenkung gesorgt. Kim erwartet mich am Hafen von Ostian. Am schnellsten komme ich dahin, wenn ich schwimme. Ach nee. Und ich bin Level Up. Level aufgestiegen. Wir machen natürlich Intelligenz, Willenskraft und Konstitution. Ja, wir haben den Erfolg Kanonenfutter. Ui, wir haben ja sogar was getroffen. Mann, wir hätten Kanonenschütze werden sollen. Da wären wir bestimmt ganz groß rausgekommen. Ganz groß. Moinsen. Du, unser Plan hat geklappt. Stell dir vor, alle Wachen sind sofort zu den Kanonen gerannt und niemand war mehr bei der Statue. Und ich hatte solche Angst. Als sie das Schiff beschossen haben, ich dachte schon, mir stöße etwas zu. Aber jetzt ist ja alles wieder gut. Ja. Komm schnell. Wenn wir durch die Lagerhöhlen gehen, kommen wir in eine gute Position, um die Statue zu sprengen. Das war so traurig. Mein Gott. Sei ein bisschen männlich. Da ist schon wieder der fingerlose Typ. Der hat aber noch alle Finger. Vielleicht hat er jemand anders die Finger geklaut. Müssen wir hoch? Hä? Da hinten ist doch. Was machen wir denn hier? Hallo, Kim? Hallo? Ist er da verbuggt? Ja, anscheinend schon. Gut, ich bin ja... Ich war schon da. Oh, okay. Oh, ja. Renn doch weiter. Mein Freund, du rennst immer weiter. Immer weiter. Juhu. Ich frage mich wirklich, warum es keine Orks hier gibt. Also ich bin noch hinter dir. Ja, die Charaktere sind ein bisschen dämlich.
Ich stehe immer noch hinter dir. Ich bin noch hinter dir, mein Freundchen. Ich bin immer noch hinter dir. Mit dem Zauber Voodoo-Auge könnt ihr euch die Stufe eines Ziels anzeigen lassen. Anzeigen lassen. Ja, ich bin schon bereit. Wahrscheinlich fällt er gleich runter, wir müssen alles nochmal machen. Da sind wir. Ah, ihr seid da. Endlich können wir beginnen. Gabo hat alles vorbereitet. Wenn man den Schalter an dem Kasten davon betätigt, wird die Ladung gezündet. Ich habe eine magische Verbindung zum Sprengstoff gelegt. Deshalb brauchen wir keine Zündschnur. Drückt ihr auf Knopf! Ja, drückt nur! Ich will mein Kunstwerk in Ruhe genießen. Okay. Tatsächlich vollbracht. Danke, mein Freund. Danke, dass ihr mir Möglichkeit gegeben habt, so etwas zu sprengen. Wenn ihr nochmal Hilfe benötigt, kommt zu mir. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Sein Bart hier ein bisschen kaputt. Ah, das war schön. Komm, in den Lagerhöhlen können wir uns verstecken, bis die Wachen sich wieder beruhigt haben. Ich glaube, die Revolution beginnt bald. Ja, aber für euch und mich erst im nächsten Part. Bis denn, meine lieben Freundchen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kurzer Part, aber egal.